Gut, ja, von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen und ich hoffe, alle haben sich gestärkt und die Aufmerksamkeit ist jetzt auch wieder ganz auf dem höchsten Level. Thema wurde ja schon erwähnt, es geht um den Zusammenhang zwischen Mittelgebirge und Klima in Sachsen, also der Beeinflussung der Mittelgebirge für das Klima in Sachsen. Und die Frage stellt sich, ob dieser Mittelgebirgseinfluss, so wie er heute sich zeigt, auch in der Zukunft so bleiben wird. Das ist das Thema. Und genau, wenn wir vom Klima in Sachsen sprechen, dann müssen wir natürlich festhalten, dass der Mittelgebirgseinfluss nur eine Facette des Klimas ist für Sachsen. Das heißt, der Mittelgebirgseinfluss für Sachsen hängt natürlich sehr stark ab, aus welcher Richtung die Strömung kommt. Das heißt, wo sozusagen die Wettereinflüsse, die dann statistisch zum Klima generieren, herkommen. Und das ist natürlich in der Hauptsache bei südlicher Anströmung der Mittelgebirgseinfluss dann relevant für Gesamtsachsen und bei nördlicher Anströmung ist es dann eher das Mittelgebirge selber, was betroffen ist, die Mittelgebirgsregion vom Einfluss des Mittelgebirges. Ansonsten haben wir natürlich noch wie in so einem Baukasten andere übergeordnete Einflüsse auf das Klima in Sachsen. Das heißt, wenn die Strömung aus Norden kommt, haben wir dann die Einflüsse aus dem Tieflandbereich des nördlichen Mitteleuropa, je nach Richtung mehr maritim, mehr kontinental. Und dem übergeordnet ist natürlich dann gemäß der Klimaklassifikation dann das sogenannte Übergangsklima Mitteleuropas, wo sozusagen im Grenzbereich oder im Übergangsbereich zwischen dem atlantischen Klima Westeuropas und dem mehr kontinentalen Klima Osteuropas natürlich auch Sachsen vorzufinden ist und dem übergeordnet und damit natürlich auch verantwortlich die Hauptwindrichtung, die für unser Klima wichtig ist, aus West, das Klima der gemäßigten Breiten, sozusagen, was dafür sorgt, dass es eben bei uns in unseren Breiten eben nicht extrem kalt wird und extrem heiß im Normalfall. Also das heißt, in dem Kontext muss man sehen, dass das Mittelgebirge schon einen wichtigen Einfluss hat auf das Klima in Sachsen, aber natürlich selbstverständlich nicht allein das Klima von Sachsen bestimmt. Wenn wir jetzt den Mittelgebirgseinfluss uns näher anschauen auf das Klima von Sachsen, so muss man verschiedene Facetten des Einflusses näher herausziehen. Da haben wir zum einen natürlich als erstes den Haupteinfluss, das ist sozusagen die Änderung von Klimagrößen mit der Höhe. Das heißt, wir haben entsprechende Höhengradienten, die dazu führen, zum Beispiel, dass die Temperatur mit der Höhe generell abnimmt, der Niederschlag generell zunimmt, der Wind im Mittel auch zunimmt und auch die Nebelhäufigkeit als ganz wichtiger, als wichtige Größe für das Mittelgebirgsklima. Die zweite Differenzierung, die wir hier vorfinden, ist die Differenzierung durch die Veränderung der Kontinentalität in Sachsen. Im Bereich des Übergangsklimas ist es so, dass Westsachsen etwas mehr maritimer beeinflusst ist als Ostsachsen und das führt dazu, dass wir eine Abnahme haben bei den Niederschlägen auf gleichem Höhenniveau nach Osten hin, mehr Sonnenstunden und eine etwas größere Winterstrenge in den östlichen Mittelgebirgen, wenn man das vergleicht mit den westlichen Mittelgebirgen auf demselben Höhenniveau. Die nächste Differenzierung haben wir durch Stau- und Abschattungseffekte, auch Luv- und Lee-Effekte genannt. Das heißt, durch die entsprechende Anströmrichtung West, Südwest oder auch Nordwest steht das Mittelgebirge im Weg und das führt dann dazu, dass auf der windzugewandten Seite dann eine Verstärkung erfolgt, zum Beispiel für den Niederschlag und auf der windabgewandten Seite dann, also den östlichen Mittelgebirgen, mehr einen vergleichsweise geringeren Niederschlag auf demselben Höhenniveau. Und zusätzlich gibt es dann noch andere Erscheinungen, die mit der Anströmrichtung verbunden sind. Das heißt, bei südwestlicher Anströmung haben wir dann zum Beispiel gelegentlich Föhnerscheinungen im mittleren Erzgebirge, speziell in der strahlungsarmen Jahreszeit und auch mehr Sonnenschein, Sonnenstunden, eine höhere Sonnenscheindauer. Ich komme da später noch mal drauf zurück. Und das Letzte, auch wichtig, und das ist wirklich eine Besonderheit in Sachsen, im sächsischen Raum, der Einfluss von besonderen Regionalwindsystemen. Hier sei genannt der böhmische Wind. Das ist ein Kaltluftstrom, der in der strahlungsarmen
Jahreszeit bei entsprechender Wetterlage, also einer Hochdruckwetterlage über Südosteuropa und entsprechenden Druckunterschieden dann nach einer gewissen Zeit und in einer Inversionswetterlage dann einsetzt und der dazu führt, dass Kaltluft aus dem böhmischen Becken in Richtung Sachsen strömt und die Ostabdachung des Erzgebirges auch mit überströmt, was letztlich dann dazu führt, dass die Mittelgebirge in Ostsachsen, also Osterzgebirge und auch Zittauergebirge, bezogen auf dieselbe Höhenlage, kälter sind im Klimamittel als vergleichbare Gebirgslagen in Mittelsachsen und Westsachsen. Das ist sozusagen ein regionales Phänomen, was eben für Sachsen ganz spezifisch ist. Gut, gehen wir doch ein bisschen mehr ins Detail. Das heißt, die Abhängigkeit von der Seehöhe, denke ich, ist klar, bekannt. Das heißt, hier mal aufgeführt die Verteilung des Niederschlags für die letzten 21 Jahre. Und dargestellt sind etliche Klimastationen in Sachsen. Und was man natürlich wiederfindet, ist eine sehr schöne, klare Höhenabhängigkeit, eine Zunahme des Niederschlags mit der Höhe. Was man aber auch erkennt, auch bereits bei den windkorrigierten Niederschlagsdaten, dass es gewisse bestimmte Stationen in die eine Richtung abweichen von dem mittleren Gradienten und die anderen in die andere Richtung. Das heißt, es gibt dann schon lokale Unterschiede, die eben unter anderem auch mit Abschattung und Staueffekten bezüglich des Niederschlags zu tun haben. Bei der Temperatur ist, denke ich, die Geschichte auch klar. Das heißt, wir haben eine sehr starke Abhängigkeit der Temperatur von der Seehöhe im Klimamittel, also eine Abnahme der Temperatur mit der Seehöhe, die ja klar zu sehen ist. Aber auch hier sehen wir eben sozusagen, dass einige Stationen etwas ausscheren aus dem mittleren Gradienten. Das heißt, dass es dort lokale Abweichungen gibt, die eben mit lokalen Phänomenen zu tun haben, also mit der vermehrten Häufung von Kaltluftseebildungen an bestimmten Standorten, aber eben auch mit dem vorhin beschriebenen Phänomen von Kaltluftzuströmen aus dem böhmischen Becken. Weitere Abhängigkeiten von der Seehöhe findet man auch bei anderen Klimagrößen, also Niederschlag und Temperatur werden natürlich immer als erstes genannt, aber damit ist das Klima noch lange nicht erledigt, sondern wir haben auch eine klare Höhenabhängigkeit bei der Strahlung, speziell im Sommer, in der Sommerperiode bei guter Durchmischung der Atmosphäre und der entsprechend verbundenen Wolkenbildung ist es einfach so, dass die Globalstrahlung mit der Höhe deswegen abnimmt, weil die Wolkenhäufigkeit zunimmt mit der Höhe. Das heißt, die Globalstrahlung nimmt nicht zu, wie man annehmen würde im Sommer, weil die Luft dünner wird, sondern sie nimmt ab, weil die Wolkenhäufigkeit zunimmt. Das ist die eine Geschichte, die man hier wiederfindet. Und die andere, die man hier auch sehr schön sieht, ist die Zunahme der Kontinentalität. Das heißt, auf gleichem Höhenniveau ist es in Ostsachsen etwas strahlungsreicher, also einige Prozent, als in Westsachsen. Bei der Windgeschwindigkeit, das ist so eine Geschichte. Die mittlere Windgeschwindigkeit, also großzügig gemittelt über die Höhenstufen, nimmt natürlich zu mit der Höhe. Man muss aber dazu sagen, dass Wind eine sehr variable Größe ist und sozusagen eine sehr große Variabilität auch in derselben Höhenstufe hat, eben durch die Abhängigkeit von der Tallage und dann von Abschattungseffekten. Aber generell lässt sich natürlich feststellen, dass die Windgeschwindigkeit zunimmt mit der Höhe. Das wird überprägt durch die kleinräumige Topografie. So sieht man zum Beispiel eine vergleichsweise geringe Windgeschwindigkeit im Elbsandsteingebirge durch die Topografie und man sieht auch eine Überprägung durch die Landnutzung. Das heißt, eine vergleichsweise geringe Windgeschwindigkeit dort, wo viel Wald ist, also zum Beispiel in Nordostsachsen. Hatte ich vorhin schon erwähnt, ein weiteres Charakteristikum des Mittelgebirgseinflusses ist der Louvre-Lee-Effekt, also Effekt von Abschattung und Stau, abhängig von der Anströmrichtung. Und da ist es eben so, dass die Hauptanströmung West-Südwest ist, sodass eben das Westerzgebirge sozusagen dem östlichen Mittelgebirgen etwas im Wege steht, sodass man dort eben entsprechende Unterschiede findet. Zum Beispiel im Niederschlag ist es dann einfach so, dass die höchsten Niederschläge, die in Sachsen gemessen werden, sozusagen im Staubereich des Westerzgebirges vorzufinden sind, also so im Auersberggebiet etwa, und dass auf gleichem Höhenniveau im Osterzgebirge etwas niedriger Niederschläge gemessen werden. Die Louvre-Lee-Effekte sieht man auch sehr gut bei der Globalstrahlung im Winter, das heißt, wo die Anströmrichtung, also die Windgeschwindigkeit einfach größer ist und sozusagen diese Abschattung und Staueffekte sich stärker zeigen als im Sommer. Und da sieht man, dass das Osterzgebirge etwas strahlungsärmer ist in dieser Referenzperiode als das Westerzgebirge und das mittlere Erzgebirge. Und das sind Effekte, die etwas auch zu tun haben mit der Anströmrichtung aus Südwest oder Süd. Das heißt, im Osterzgebirge und Zittaugebirge hat man dort den Einfluss des böhmischen Windes, der mit Nebel verbunden ist und beim Überströmen über den Kamm sozusagen die Strahlung mindert und im
westlichen Erzgebirge und im mittleren Erzgebirge hat man dann durch Föhneffekte zeitweilige, also die Tendenz zu mehr Sonnenstunden und damit einer höheren Strahlung. Also da hat man sozusagen den direkten Effekt dieser Abschattung und Staueffekte. Ein Charakteristikum der Winterperioden sind Inversionen und die spielen natürlich auch beim Mittelgebirgsklima in Sachsen eine Rolle. Und hier ist einmal dargestellt für zwei Bereiche, sage ich mal, zwei Kurven, also praktisch die Temperaturverteilung für einen bestimmten Tag, ist noch nicht so lang zurück, also Anfang November zu einer bestimmten Uhrzeit für die, sagen wir mal, eine Höhenstufe im mittleren Westerzgebirge im Vergleich zum Osterzgebirge. Und man sieht dort schon Unterschiede, das heißt, im mittleren und Westerzgebirge ist die Inversion, also eine Zunahme der Temperatur mit der Höhe, was im Winter bei winterlichen Hochdruckwetterlagen unter dem Einfluss von Warmluft in höheren Schichten häufiger vorkommt, deutlich stärker. Das heißt, wir haben hier mit dem Beispiel Leipzig 0 Grad um 8 Uhr am 3. November 2015 und im Fichtelberg hatten wir plus 14 Grad. Das ist eine sehr starke Inversion, eine starke Temperaturzunahme mit der Höhe. Wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Transekt im Osterzgebirge, dann sehen wir, dass wir auch eine Inversion finden, so bis in die Hochlagen des Osterzgebirges und dann nimmt die Temperatur wieder ab. Ja? Also Zinnwald-Georgenfeld ist sozusagen ungefähr dieselbe Höhenstufe wie Karlsfeld im Westerzgebirge, sieht man dort, dass es deutlich kühler ist und das hat wieder was mit diesem Phänomen zu tun, mit diesem Kaltluftzustrom aus dem Böhmischen Becken, der eben gerade hier, ich habe es versucht ein bisschen anzudeuten, das Osterzgebirge wesentlich mehr beeinflusst als das Westerzgebirge. Also ein regionales Phänomen in Sachsen, was eben direkt mit der speziellen Topografie des Mittelgebirges zu tun hat und letztlich dort zu großer Differenzierung zwischen Westerzgebirge und Osterzgebirge speziell im Winter führen kann. Ich habe das hier mal an einem Beispiel versucht nochmal darzustellen, das ist sicherlich mit allen Zahlen jetzt nicht ganz hin ganz gut zu erkennen, das ist die Wetterlage vom 11. Januar 2008, also das ist die typische Wettersituation, wo sich böhmischer Wind einstellt, das heißt wir haben Hochdruckeinfluss über Südosteuropa, damit verbunden eine Inversionslage, gleichzeitig Druckunterschied zu einem Tiefdruckgebiet im Atlantik, sodass sich eine südliche bis südöstliche Strömung einstellen kann. Und diese wird jetzt führt dazu, dass dieser Kaltluftpool über dem Böhmischen Becken, werden dort Frosttemperaturen, also Temperaturen unter 0 Grad, angezapft wird und dann praktisch beim Überströmen des Kamms auch unter dem Einfluss der Inversion, die das abdeckelt von oben, verstärkt wird. Das heißt, wir haben einen böigen Südwind über dem Osterzgebirge und dem Zittaugebirge, der dann letztlich nachhaltig noch etwas wirkt, bis in das Elbtal hinein zum Beispiel, sodass es dort auch vergleichsweise kühl ist. Und im Vergleich dazu, das ist ein interessanter Tag, weil da gleichzeitig auch im mittleren Erzgebirge eher so föhnartige Erscheinungen aufgetreten sind bei Südwind, sodass Aue zum Beispiel eben jetzt hier plus 10 Grad hatte und Osterzgebirge Zinnwald zum Beispiel Karlsfeld 4 Grad, im Westerzgebirge Zinnwald minus 3 Grad. Also doch erhebliche Unterschiede, die eben was mit diesem regionalen Windsystem zu tun haben. Das heißt, der böhmische Wind entsteht als Besonderheit des Mittelgebirgsklimas in der strahlungsarmen Periode im Herbst und Winter, wenn eben diese Druckverteilung vorhanden ist, Hochdruckgebiet über Südosteuropa, Tiefdruck über Westeuropa, dann sammelt sich Kaltluft im böhmischen Becken an. Das dauert ein paar Tage, aber es geht eigentlich relativ schnell. Und dann fängt dann irgendwann die Luft an auszuströmen Richtung Sachsen und überströmt die Mittelgebirgspforten und im Osterzgebirge und Zittaugebirge und wird dann häufig noch verstärkt. Und dann kommt es eben zu diesen großen Unterschieden an Einzeltagen in der Temperatur. Ja. Und gelegentlich kann das eben kombiniert werden mit Föhn, so wie das eben hier dargestellt ist. Also Aue plus 10 Grad an diesem Tag und Klotzsche hatte plus 6 Grad zum Beispiel. Dresden-Klotzsche, Chemnitz 9 Grad, da hat man doch die Temperaturunterschiede relativ deutlich. Ja, das heißt, das ist dann ungefähr so ein bisschen stilisiert, die Anströmrichtung, die Temperatur, die Farbe des Pfeils zeigt jetzt ein bisschen so die Temperatur, die damit verbunden ist. Dieser böhmische Wind selber hat Konsequenzen auch für längerfristige Betrachtung für das Klima. Das heißt, wenn man sich jetzt einfach Temperatur und Windverteilung anschaut, dann ist es so, dass hier die Temperatur dargestellt ist als Differenz zwischen der Station Zinnwald und Fichtelberg auf Stundenmittelbasis im Zeitraum von 1973 bis 2015 unter winterlichen Bedingungen. Kumulativ aufgetragen die Differenz, das heißt, wenn die Differenz größer ist als 0, war Zinnwald wärmer als Fichtelberg und wenn sie kleiner ist als 0, war Zinnwald kälter als Fichtelberg. Und man muss aber immer dran denken, Zinnwald liegt 330 Meter niedriger als der Fichtelberg
Und die Nulllinie zeigt sozusagen den Übergang zwischen wärmer oder kälter als Fichtelberg. Und das sieht man jetzt hier an dieser Häufigkeitsverteilung, dass 25%, in 25% aller ausgewerteten Winterstunden Zinnwald kälter war als der Fichtelberg, also noch ein erheblicher Anteil, obwohl es deutlich niedriger liegt, die Station. Ja, und man sieht auch die Unterschiede in der Windverteilung. Das ist die Windrose, Windrichtungs-Windstärkeverteilung, hier oben für Zinnwald und hier für Fichtelberg. Ohne dass man die Zahlen jetzt erkennt, von hinten sieht man natürlich die Unterschiede sehr gut in der Windverteilung. Das heißt, Fichtelberg ist ganz eindeutig das, was man erwartet in den gemäßigten Breiten, also eine Bergstation, die so einen Inselstatus hat, so am praktisch in 1200 Meter Höhe, zeigt natürlich die Hauptwindrichtung an, die größte Häufigkeit aus West. Aber Zinnwald ist ja auch eine Bergstation, sieht doch ein bisschen anders aus. Das heißt, dort ist die Hauptwindrichtung eben nicht mehr West, sondern Süd. Ja, und das hat eben was mit diesem regionalen Windphänomen zu tun, mit diesem böhmischen Wind, der dort eben sehr stark den Ostabhang des Erzgebirges beeinflusst. Gut, das war zum Status quo. Jetzt stellt sich die Frage, wie geht es denn weiter? Was ändert sich in der Zukunft? Und das eine, was natürlich klar ist und natürlich egal, welches Modell, Regionalmodell man jetzt nimmt, das ist jetzt ein Beispiel vom CLM, also vom dynamischen Regionalmodell im Szenario A1b aus dem vorvergangenen IPCC-Bericht. Dann sieht man natürlich in der Verteilung der Temperatur die Temperaturzunahme. Das ist jetzt dargestellt für die tägliche Maximumtemperatur. Und das trifft natürlich auch für das Mittelgebirge zu. Und interessant ist hier vielleicht bloß dieser obere Rand, also die 99% Perzentile bedeutet, alles was drüber ist, ist 1% aller Daten, 1% aller Tage. Das heißt, für ein Jahr sind das so 3 bis 4 Tage. Und da sieht man jetzt, das sind jetzt die extrem heißen Temperaturwerte, dass das eben ansteigt, relativ deutlich von, sagen wir, 34 Grad unter den heutigen Bedingungen bis auf 38 Grad. Zum Ende des Jahrhunderts, also für diese 3 bis 4 Tage im Jahr. Und das ist ja schon eine erhebliche Änderung. Die Frage ist jetzt, stellt sich, ob das sich im Mittelgebirge irgendwie verändert in der Zukunft, ob die Unterschiede zwischen Tiefland und im Mittelgebirge sich verändern werden in der Zukunft. Und da schauen wir uns mal die Zeitreihe der Höhengradienten an. Also das ist praktisch der Schnittpunkt der Regressionsgeraden mit der Ordinate, also so praktisch der Basispunkt, der Tieflandpunkt. Und da sieht man natürlich, da schlägt sozusagen die Temperaturänderung im Klimaszenario durch. Also da haben wir den erwarteten Temperaturanstieg. Hier ist dargestellt der Höhengradient zwischen Tiefland und Erzgebirge in Sachsen. Und da sieht man eigentlich relativ wenig. Ja, das heißt, der Höhengradient bleibt über den gesamten Zeitraum bis 2100 konstant. Das heißt, da ist jetzt nicht davon auszugehen, dass es einen Unterschied gibt. Das heißt, anders gesprochen, die Erwärmung praktisch in den Klimaprojektionen schlägt überall durch, gleichermaßen im Tiefland wie im Gebirge, im selben Betrag. Beim Niederschlag sieht man unter großen Schwankungen eine gewisse Abnahme in Sachsen. Das ist ja, zeigen ja auch etliche Projektionen, eine geringe Abnahme des Niederschlags. Und auch hier ändert sich unter großen Schwankungen auch im Höhengradient eigentlich nicht sehr viel. Das heißt, dort ist im Prinzip die Aussage die gleiche, dass die Niederschlagsänderung sozusagen in allen Höhenbereichen zeigen wird. Genau, also ein gleichmäßiger Klimatrend für alle Höhenstufen, zumindest was diese Projektion jetzt zeigt, von WETREG 2010 ist zu erwarten. Wenn sich etwas im Mittelgebirgseinfluss ändert, dann müsste das eigentlich kombiniert sein mit einer Änderung der Anströmrichtung, weil ich hatte vorhin gesagt, die Anströmrichtung entscheidet sehr stark über die Verteilung, die Differenzierung im Mittelgebirgseinfluss zwischen Staueffekten, zwischen Abschattungseffekten, zwischen Föhneffekten und so weiter. Und die interessante Frage ist jetzt, hat sich etwas an der Anströmrichtung verändert in Sachsen? Und hier nur als erster Überblick, das, was bis jetzt passiert ist, das ist sozusagen eine Veränderung der Häufigkeit des Auftretens von Südwestanlagen in der praktisch subjektiven Wetterlagenklassifikation zwischen der Periode 61-90 zur aktuellen Klimaperiode 81-2010. Und da sieht man, dass es sozusagen ausgenommen den Winter in allen Jahreszeiten zu einer Zunahme der Südwestlagen gekommen ist in dieser subjektiven Klassifikation, die natürlich für ganz Europa jetzt zutreffend ist, muss man dazu sagen. Die Frage stellt sich jetzt, führt das jetzt zur Verstärkung von Stau- und Abschattungseffekten auch in der Zukunft? Und dazu muss man sich natürlich Projektionen anschauen. Und ich habe jetzt hier mal eine Projektion
herausgezogen vom Regionalmodell CLM für das Szenario A1B. Das ist sozusagen das Szenario vom IPCC 2007, also was so den mittleren Projektionen entspricht. Und jetzt ist dargestellt, fangen wir vielleicht mit der rechten Seite an, die Veränderung der Windgeschwindigkeit in den Perioden, die hier ausgewertet wurden, also Dekaden, die erste Dekade des Jahrhunderts, eine in der Mitte des Jahrhunderts, eine Dekade und eine Dekade zum Ende des Jahrhunderts. Und im Prinzip sieht man da nicht sehr viel. Also das geht mal ein bisschen hoch, geht es noch wieder ein bisschen runter. Also die Windgeschwindigkeit an sich ändert sich jetzt zumindest in dieser Projektion für das Erzgebirge, also für die Gitterpunkte des Erzgebirges aus dem CLM nicht wesentlich. Bei der Windrichtung sieht man im Prinzip eine Verschiebung. Das heißt, es wird Veränderungen geben. In dieser Projektion sieht es jetzt so aus, dass die Südwestlagen etwas abnehmen und dafür die Südost- und Südlagen etwas zunehmen. Das heißt natürlich, abhängig von der Anströmrichtung sind die Effekte unterschiedlich. Das heißt, wenn Südwestlagen und Westlagen etwas abnehmen, nimmt direkte Staueffekte im Westerzgebirge etwas ab. Und wenn die Südlagen und Südostlagen zunehmen, dann nehmen die Abschattungseffekte für das gesamte Erzgebirge sozusagen zu. Das heißt, es gibt da sozusagen eine Verschiebung in den räumlichen Effekten, die dann zu einer unterschiedlichen Differenzierung führen. Gut, da bin ich auch schon mal beim Fazit, also versuche mich ein bisschen an die Zeit zu halten. Was können wir jetzt festhalten? Ändert sich der Mittelgebirgseinfluss in der Zukunft für Sachsen? Zunächst, was die Temperatur-Niederschlagstrends betrifft, ist davon auszugehen, dass sich ähnliche Trends auch im Gebirge zeigen wie im Tiefland. Eine veränderte Anströmung von Windrichtung und Windgeschwindigkeit, so sie denn stattfindet, das heißt, es eine Verschiebung gibt in der Windrichtungsverteilung, dann ändern sich die Stau- und Schattengebiete. Das hängt jetzt, wie gesagt, davon ab, und da sind die Projektionen ein bisschen unterschiedlich, wie die Windrichtungsverteilung sich verändert. Auf jeden Fall gibt es eine Neudifferenzierung dann in Sachsen. Das bedeutet Änderung der Gebiete, wo Stau und Schatten auftritt, Änderung der Intensität von Stau- und Schatteneffekten, das hängt ein bisschen von der Windgeschwindigkeit auch ab, und damit Änderung der regionalen Unterschiede im Klima, was Niederschlag betrifft, Temperatur, aber auch der Sonnenstunden, wenn Sie jetzt an Föhneffekte denken oder den böhmischen Wind. So, und damit bin ich schon am Ende, und man muss natürlich bei den ganzen Projektionen bedenken, das ist heute früh schon erwähnt worden, dass die mit Unsicherheiten behaftet sind, und da gibt es von einigen Vertretern, so genau ist nicht klar, wer es als zuerst gesagt hat, so ein interessantes Zitat. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Valeri. Ich glaube, das gibt Futter für Fragen. Bitte, Heike. Geht auch mit Mikro. Ich habe im Grunde zwei Fragen. Das eine ist die sehr hoch aufgelösten Karten zum Einfluss der verschiedenen Wetterlagen auf Sonnenschein und so weiter. Was ist die Datenquelle dafür in dieser Auflösung? Und das andere ist also die Folie mit der Frage, ob sich der vertikale Temperaturgradient für die Zukunftsprojektionen ändert. Die ist mit WETREC-Daten gemacht worden. Und da WETREC aus beobachteten Episoden rekombiniert in die Zukunft, kann man da kein Änderungssignal erwarten, würde ich jetzt mal so ganz spontan behaupten. Also das sollte mich zumindest sehr wundern. Gut, zu dieser WETREC-Frage, das könnte ich vielleicht an die weitergeben. Ob das tatsächlich so ist, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Die erste Frage war mit der räumlichen Auflösung. Das ist, die Datengrundlage stammt aus REKIS, aus der REKIS-Datenplattform. Das heißt, es sind interpolierte Daten, natürlich nach gut dokumentierten Interpolationsverfahren. Und das war in der Auflösung von Raster von 1 Kilometer getan. Das sind natürlich aus Stationsdaten oder beziehungsweise dann aus den Projektionsdaten von WETREC. Also mit demselben Interpolation, die ja auch stationsbasiert sind. Ja. Naja, also die Basis oder Stationsdaten, aber das, was Sie jetzt gesehen haben, ist dann ein Rasterfeld, was aus den Stationsdaten die interpoliert, sozusagen, abhängig von den räumlichen Bezügen, Topografie und Kontinentalität, da gehen verschiedene Dinge ein. Nächste Frage von Dr. Korndörfer. Herr Goldberg, das Erzgebirge hat zwei Seiten, eine Nordseite und eine Südseite. Ja. Wenn die Südströmungen zunehmen, dann führt das ja möglicherweise dazu, dass im Stau dort
erheblich mehr Niederschlag fällt. Haben Sie da Aussagen dazu? Das kommt ja irgendwann das Wasser in Dresden an. Insofern interessiert mich das schon. Ja, ich meine, das würden unsere tschechischen Kollegen würde das auch sehr interessieren, auf jeden Fall. Der Punkt ist, dass die Südlagen, die ja aufgeführt sind, die südliche Anströmung ja immer mit Hochdruckeinfluss verbunden ist. Ja. Also die großen Hochwasser sind ja praktisch 5B-Wetterlagen, sage ich mal, wo die Bodenströmung ja Nordwest ist. Eher, ja. Also Südlagen, also wo wirklich ein Südwind herrscht, ist von der Druckverteilung typischerweise, dass wir ein Hochdruckgebiet haben über Südosteuropa. Das heißt, das verstärkt dann den trockenen Föhn sozusagen, und die Nebelhäufigkeit sicherlich auch am Kamm, aber also, dass dann die Staueffekte zu deutlich mehr Niederschlag führen, außer jetzt was konvektive, kleinräumige Ereignisse im Sommer betrifft, würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen, aber ich kann da gern mit anderen Leuten noch diskutieren drüber, die da vielleicht was sagen können dazu. Also Herr Freidank zum Beispiel. Nur noch vielleicht eine Ergänzung zu den böhmischen Winden. Also erfunden sind die ja von Herrn Warndt in 50er Jahren. Man hat dort eigentlich mehr die granulisierte Strömung unter der Inversion in den Pforten der Gebirge gemeint. Das heißt, sie haben oberhalb schon in die Bundeswälder oder so etwas von den böhmischen Wind nichts gemerkt, sondern haben in den Strömungspforten, also in den Flusstälern, auch wenn sie Nord-Süd, in Baratal oder so, dort haben sie den gemerkt. Also die Inversionsobergrenze lag also dann praktisch in Gebirgsniveau und der Starkwind fällt unterhalb in den böhmischen Pforten. Und das Problem eigentlich für die Praxis war einmal für die lufthygienischen Seite das häufig gestellte Frage, aber auch für die Militärflüger. Wir hatten ja in der DDR viele Flugplätze in Bautzen, Rosenburg bis Cottbus. Und die hatten also auch Schwierigkeiten in den Starkwindfeldern mit ihren Flügen, weil nämlich überall in der Republik die Sonne schien. Ja. Und es waren klassische Hochdruckwetterlagen, aber die hatten dort große Turbulenzfelder. Und es gibt dort auch Diplomarbeiten und Doktorarbeiten über dieses böhmische Windfeld, wie weit das nach Norden reicht. Also man hat es wohl in Cottbus nicht mehr gespürt. Aber Bautzen und Rothenburg doch noch sehr deutlich. Und wir haben immer gesagt, in der Gutachterpraxis so bis Boxdorf. So, das war so die Grenze, weil dort auch immer die Frage war, ob da konnte man das an der Richtung der Esse sehen, ob die reagiert. Ja, 300 Meter so. Ganz herzlichen Dank auch nochmal an den Referenten. Und ansonsten verweise ich auf die bald kommende Kaffeepause und darf den nächsten Vortragenden hier nach vorne bitten.